Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, Günther Aigner heute zu begrüßen, der sich ja sehr auseinandergesetzt hat mit dem Thema, wie geht es mit dem Wintersport, mit dem Skisport weiter. Es ist ein Thema, das jeden bewegt, der mit Kitzbühel zu tun hat. Es ist eine Frage, die medial unglaublich behandelt wird, also unglaubliche Emotionen auslöst. Und es ist letztlich auch eine Existenzfrage für die Region Tirol. Es ist eigentlich eine der wesentlichen Grundlagen des Tourismus. Deshalb freut es mich auch besonders, dass unser Landestourismusdirektor da ist heute. Und der Leiter des Hahnenkammrennens. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz große Herausforderung, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und vor allem ist es interessant, einmal die Fakten zu hören, die Fakten im Detail zu hören, wie es um den Skisport ausschaut. Und ich habe ja schon einiges von Günther Aigner gehört und ich bin draufgekommen, dass die Dinge nicht so schlimm sind, wie sie oft dargestellt werden. Und dass die faktenbasierte Analyse halt doch noch jene ist, die uns am ehesten zur Wahrheit führt. Das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Es freut mich natürlich besonders, dass im Kitzbühel Country Club diese Veranstaltung stattfinden kann. Der Kitzbühel Country Club versteht sich ja als Mikrodestination innerhalb der Destination Kitzbühel, als Private Members Club mit einem bestimmten Programm, das sich kristallisiert aus den Wünschen und aus den Anliegen und aus den Inhalten, die Mitglieder einbringen und auch nachfragen. Freut mich natürlich besonders, dass du auch Mitglied im Kitzbühel Country Club bist. Und ich denke, dass vieles an Diskussion, vieles an Austausch dem Ganzen folgen wird und wünsche allen, die hierher gekommen sind, einen interessanten Vortrag. Danke, herzlich willkommen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Hauser, Richard Hauser. Lieber Richard, danke, dass wir heute bei dir sein können im Kitzbühel Country Club. Herzlich willkommen, alle Damen und Herren im Publikum, hier zum Vortrag, wie geht es weiter mit dem Skisport und eigentlich das Thema ganz konkret, wie geht es eigentlich dem Skisport derzeit, die Verbreitung des Skisports in Österreich und in der Welt. Wir zeichnen den Vortrag auf mit 3 Kameras fürs Internet. Also dieser Vortrag wird dann im YouTube erscheinen und ist dann in vielen Monaten und vielleicht sogar in vielen Jahren noch anzusehen. Und deshalb möchte ich dazu sagen, heute ist der 18. Mai 2018 und alle Daten und Fakten, die heute kommen, sind also gültig für Mai 2018 und was die Zukunft dann bringt, das werden wir sehen. Das Thema, wie geht es eigentlich dem Skisport, ist ein sehr wichtiges Thema und ich werde immer wieder gefragt, warum ist es eigentlich so, dass dem Skisport medial ein eher negatives Bild entgegenschlägt. Und diese Frage ist natürlich nicht sehr leicht zu beantworten. Aber wir können uns dem Thema ein wenig annähern. Ein sehr gutes Beispiel habe ich jetzt zum Einstieg mitgebracht vom Matthias Horx, ein Zitat. Wir leben derzeit in einer sehr hysterischen, pessimistischen Zeit. Die vorherrschende Stimmung ist die Zukunftsangst. Der Matthias Horx meint, dass die Zukunft viel besser wird, als man glaubt. Also er teilt diesen Kulturpessimismus nicht. Ein Beispiel, das den Skisport tangiert, habe ich auch dabei. Heute, das ist ein Artikel, der ist im Jänner 2018 im renommierten Economist erschienen. Und der Titel sagt eigentlich schon alles, Skiing goes downhill. Also es geht abwärts. Das Titelbild verdeutlicht uns noch einmal alle Klischees eigentlich, die wir derzeit rund um den Skisport und um den Skitourismus besprechen. Also wir sehen da einen Skifahrer, offensichtlich ist es ein Rennfahrer, auf einer schmalen weißen Piste. Daneben ist grüne Landschaft. Die Berge sind auch eher grün, nur ein bisschen weiß angehaucht da hinten. Und das bisschen Schnee, das da ist, das kommt aus der Schneekanone. Der Inhalt bestätigt dann eigentlich alle Klischees rund um den Skisport, die wir in den letzten Jahren erfahren haben. Der Schnee kommt später,
und schmilzt immer früher. Das Skifahren in Australien ist dem Untergang geweiht. Kleinere und tiefere Skigebiete müssen Alternativen finden oder schließen. Perverserweise, also das ist ein wörtliches Zitat aus dem Artikel, perverserweise produziert der Skisport immer mehr Treibhausgase, um zu überleben. Das lässt Eis und Schnee immer schneller schmelzen. Also die Bemühungen der Industrie mit Schneekanonen, mit dem Stromverbrauch, das führt also quasi zu immer schnellerer Schnee- und Eisschmelze. Zum Thema Klima haben wir eigentlich schon vieles besprochen. Da gibt es zwei Videos von Zukunft Skisport, die sind im Netz. Die kann man sich da anschauen. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Dann sagt er, die zwei Hauptprobleme derzeit sind die globale Erwärmung und eine alternde Bevölkerung. Die alternde Bevölkerung, die werden wir uns anschauen. Skifahren und Snowboarden haben ihren Peak bereits überschritten. Also die Spitze der Skibewegung ist schon überschritten und eben jetzt geht es downhill sozusagen. Und Skifahren ist ein Sport für reiche alte Männer. Das ist natürlich auch ein ganz sensibles Klischee. Da könnte man jetzt schon wieder sagen, ja, das ist die Angry White Man, von denen man jetzt ständig hört. Die haben also auch den Skisport fest im Griff. Das ist natürlich nicht sonderlich sympathisch. Also so steht der Skisport derzeit da. Und ja, das Resümee ist, Skiing goes downhill. Und einige Sachen aus dieser Argumentation möchte ich jetzt herauspicken und mit Zahlen untermauert darstellen. Und folgendes ist die Agenda. Die Verbreitung des Skisports in Österreich. Wie viele Leute fahren eigentlich Ski? Wie viele Skigebiete haben wir? Wie viele Aufstiegshilfen und so weiter? Ist Österreich eine Skination? Das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Und ist es Teil unserer Kultur des Skifahrens? Das schauen wir uns auch an. Stimmt es, dass die Skifahrer zunehmend älter werden? Fragezeichen. Diese Frage möchte ich beantworten. Stimmt es, dass die Anzahl der Skilifte in Österreich stetig zunimmt? Ja oder nein? Auch da gibt es Zahlen dazu natürlich. Dann liegt die goldene Zeit des Skitourismus in Österreich bereits hinter uns. Wir sprechen immer von der goldenen Zeit. Meistens meint man entweder die 20er oder 30er Jahre oder die 60er, 70er Jahre. Das schauen wir uns auch an. Und last but not least, die Verbreitung des Skisports in der Welt. Wo wird überall Ski gefahren? Wie viele Leute fahren Ski? Ist es jetzt weniger als früher? Und wenn ja, wie viel? Und wie verschieben sich die ganzen Märkte? Ja, die Verbreitung des Skisports in Österreich. Da habe ich Daten bekommen vom Laurent Vanat. Der wird uns heute noch öfter begegnen. Das ist ein Schweizer, ein Franco-Schweizer Skitourismusforscher oder Tourismusforscher. Beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie viele Leute weltweit Skifahren und wie die einzelnen Märkte wachsen oder schrumpfen. Das legt er einmal im Jahr dar an seinen International Reports on Snow and Mountain Tourism. Und 2018 ist also der aktuellste, der herausgekommen ist. Und Zahlen habe ich auch von der Wirtschaftskammer Österreich, Fachschaft Seilbahnen. Skifahren in Österreich, es gibt ungefähr 3 Millionen Skifahrer hier in unserer Alpenrepublik. Laut Laurent Vanat, und ich richte mich immer an seine Zahlen, weil das ist natürlich jetzt schon die erste Frage, ja, wer ist eigentlich ein Skifahrer? Ist jemand, der regelmäßig fährt, oder angenommen, der Hermann Mayer fährt jetzt 20 Jahre nicht mehr Ski, jeder weiß dann, dass es immer noch könnte. Ist er dann in 20 Jahren noch ein Skifahrer, weil er es kann, oder ist er kein Skifahrer mehr, weil er den Sport nicht mehr ausübt? Also das ist schon eine ganz diffizile Fragestellung. Und der Laurent Vanat hat da seine eigene Methodik und ich übernehme alle Zahlen jetzt aus Österreich und der Welt von ihm und somit sind es in sich vergleichbare Zahlen, die wir da hören. Die Tendenz ist seit vielen Jahren gleichbleibend, das ist auch interessant, man hört immer, dass es immer weniger Skifahrer gibt, aber recht viel mehr als 3 Millionen Skifahrer haben wir auch früher in den sogenannten goldenen Zeiten, wir sprechen noch drüber, auch nicht gehabt als jetzt. Man könnte aber dazu sagen, dass die Einwohnerzahl Österreichs stetig steigt. Und da kommen wir auch später noch dazu. Es gibt 254 Skigebiete in Österreich. Die haben knapp 3000 Aufstiegshilfen. Und 52 Millionen Skier Days werden pro Jahr in Österreich gemessen, oder pro Saison, muss man sagen, von 1. September bis 1. Juni circa, wenn die Saison in Österreich Skigebieten ist. Was sind Skier Days? Das müssen wir jetzt am Anfang besprechen, weil dieser Ausdruck kommt immer wieder. Also dieser Terminus heißt Skier Days oder Skier Visits oder Erstzutritte.
Also angenommen, wir haben jetzt ein Skigebiet, zum Beispiel hier jetzt das Kitzbüheler Skigebiet, dann wissen die am Ende des Tages, wie viele Erstzutritte hatten sie. Das heißt, wie viele verschiedene Menschen sind in dem Skigebiet heute gefahren. Und dann kann das Kitzbüheler Skigebiet alle Zahlen, alle Tage der Saison zusammenrechnen, dann wissen die, wie viele Erstzutritte haben die gehabt im ganzen Jahr. Und wenn man das dann nicht nur für Kitzbühel macht, sondern für alle Skigebiete Österreichs, dann hat man die Erstzutritte pro Saison für das ganze Land. Oder international Skier-Visits oder Skier-Days. Das ist also die Währung, mit der international der Skitourismus verglichen wird. Und da haben wir in Österreich 51,6 Millionen. Ist Österreich eine Skination? Da geht es jetzt gleich weiter. Jetzt habe ich wieder eine Statistik vom Laurent Vanat und die gefällt mir sehr gut. Und das ist die sogenannte Partizipationsrate des Skisports. Was heißt das? Man setzt der Gesamtbevölkerung eines Landes die Anzahl der Skifahrer entgegen und erhält dann quasi einen Quotienten, wie viel Prozent einer Nationalbevölkerung fahren Ski. Und da sieht man jetzt schon relativ klar mit freiem Auge, es gibt also, wenn das also quasi die Definition einer Skination wäre, die Prozentzahl der Bevölkerung, die Ski fährt, dann hätten wir also global hauptsächlich drei Skinationen. Das wäre Liechtenstein, Schweiz und Österreich. Die haben ungefähr Partizipationsraten zwischen 33% und 36%. Und dann mit doch einem großen Abstand, aber mit einer hohen Partizipation, kommt dann Norwegen, Finnland, Tschechien, das kleine Pyrenäenland Andorra, Island, Schweden, Deutschland, Slowakei, Slowenien, Frankreich, Polen und so weiter. Hauptsächlich sind es Länder in Europa und innerhalb Europas sind natürlich die Alpen diese Länder mit sehr hoher Partizipationsrate. Man kann jetzt also sagen, nirgendwo auf der Welt, in keinem anderen Land auf der Welt, fährt ein höherer Prozentsatz der Bevölkerung Ski als in Liechtenstein, der Schweiz und in Österreich. Also das wären jetzt einmal die drei Skinationen, wenn man die Partizipationsrate hernimmt. Aber die Partizipationsrate ist natürlich nicht alles. Jetzt können wir weitergehen und sagen, in Österreich ist es mehr als die Partizipationsrate, in Österreich ist es ein Kulturbestandteil oder zumindest wird das diskutiert. Ist es Teil der Kultur oder nicht? Wir haben schon besprochen, es gibt ungefähr 3 Millionen Skifahrer in Österreich. Die Partizipationsrate haben wir auch besprochen, circa ein Drittel, also ein Drittel der Österreicher fährt Ski. Das ist die dritthöchste der Welt, ungefähr ex aequo mit Schweiz und Liechtenstein. Aber wir haben noch mehr zu bieten. Österreich ist das wichtigste Geburtsland des alpinen Skisports. Der Skisport, den gibt es ja schon seit über 5000 Jahren rund um den Nordpol, die ganzen skandinavischen Länder, Russland, Kanada, Alaska, da ist der Skisport schon seit Jahrtausenden präsent. In die Alpen kam er erst in den 1890er Jahren und der wichtigste Adapter des nordischen Skisports zum Alpinen, also quasi, dass man die Ski kürzer gemacht hat und dass man die Ferse hinten verriegelt hat fürs Downhill-Fahren, könnte man sagen, fürs alpine Skifahren, für unsere steileren Hänge, war der Matthias Starski und das war ein Österreicher. Seit Jahrzehnten ist die österreichische Skischule die führende skipädagogische Bewegung der Welt. Also auch da hat Österreich einen viel größeren Fußabdruck hinterlassen, wie jetzt zum Beispiel die Schweiz, die auch große Verdienste hat, oder das kleine Land dazwischen, Liechtenstein. Die Innovationskraft und die Marktanteile der österreichischen Skiindustrie sind bekannt. Auch das schon seit vielen Jahrzehnten, seit über 100 Jahren schon, werden in Österreich hochwertige Ski produziert. Im Skirennsport haben wir eine jahrzehntelange Dominanz, wo über Jahrzehnte gesehen eigentlich nur die Schweiz mithalten konnte und auch dominierende Phasen hatte, auch Frankreich mitunter, aber die größte Dominanz in den letzten Jahrzehnten war sicher auch hier Österreich. Dann haben wir, um noch ein Beispiel anzuführen, einen der beiden Seilbahnen, Weltmarktführer. Es gibt eigentlich durch die Monopolisierung, die Globalisierung hat sich quasi auch auf die Seilbahnfirmen übertragen, gibt es nur noch zwei große. Doppelmayr ist der Seilbahn-Weltmarktführer, ist eine österreichische Firma und das zweite ist Leitner, die sitzen in Südtirol, produzieren aber auch in Österreich. Also auch da sind wir sehr führend dabei. Und jetzt könnte man sagen, das sind nur meine Gedanken, die kann man teilen oder auch nicht. Wenn es am Globus ein Land gibt, das sich als Skination bezeichnen darf oder soll, dann muss es wohl Österreich sein. Also ich wüsste jetzt nicht, welches Land es dann sonst sein
sollte. Ohne Zweifel ist die Leidenschaft zum Skifahren ein Bestandteil unserer Kultur, ob es ein zentraler Bestandteil oder nicht, das ist, liegt natürlich auch im Auge des Betrachters. Da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Aber dass es ein Bestandteil der österreichischen Kultur ist, ist ja ganz klar. Und jetzt kommen wir zu den alten weißen Männern. Wie schaut es aus? Stimmt es, dass die Skifahrer zunehmend älter werden? Da haben wir eine sehr interessante Statistik. Die wird erhoben für Manova und für die Wirtschaftskammer Österreichs, Fachschaft Seilbahnen. Die machen Umfragen auf den Skipisten und machen und erheben dort soziodemografische Daten. Und das finde ich recht interessant. Und es werden Personen befragt, die älter als 14 Jahre sind. Und eine der Fragen, die ihnen gestellt wird, ist, wie alt sind sie? Und da sieht man also von der Saison 2007-2008 bis zur vorletzten Saison diesen Chart und man sieht, dass dieser Verlauf des Durchschnittsalters relativ konstant ist bei 39 Jahren. Also wenn man diese Umfrage jetzt hernimmt, dann könnte man also Folgendes feststellen: bei den Menschen zwischen 14 und, ja, die Ältesten werden Mitte 80 sein, hat sich also keine Veränderung des Durchschnittsalters ergeben und die Kinder sind hier nicht berücksichtigt. Und ansonsten gibt es da sehr wenig Zahlenmaterial. Also es wird viel gemutmaßt, aber mit harten Zahlen kann es fast niemand untermauern, dass die Skifahrer immer älter werden. Es sind eher so Mutmaßungen. Jetzt könnte man aber sagen, na gut, die skifahrende Bevölkerung ist einfach nur ein Querschnitt der Bevölkerung an und für sich. Und jetzt gibt es ja den Ausdruck einer Bevölkerungspyramide. Und das ist das, was wir da jetzt links oben sehen. Warum heißt es Bevölkerungspyramide? Ja, weil es früher mal so ausgeschaut hat wie eine Pyramide. Und deshalb nennt man das Bevölkerungspyramide. Und das sind jetzt Daten, grafisch aufbereitete Daten vom Deutschen Bundesamt für Statistik. Und das finde ich sehr interessant. Wenn wir jetzt mal ein bisschen den Blick über den Tellerrand des Skisports hinaus begeben, dann sieht man 1910, hat Deutschland noch eine richtige Bevölkerungspyramide geschaut. Das hat ausgeschaut wie eine Pyramide. Viele Junge, wenig Alte und eine kontinuierliche Abnahme, weil immer wieder Leute gestorben sind, weil natürlich die gesundheitliche Versorgung schlechter war, weil die Medizin generell noch nicht so weit war wie jetzt, sind im Laufe des Lebens immer mehr Leute gestorben und deshalb gibt es nur ganz wenig alte Leute. Dann sieht man 1950, nach dem Zweiten Weltkrieg, da sieht man die Deformationen des Zweiten Weltkriegs, hat schon nicht mehr so ausgeschaut wie eine Pyramide. Und dann im Jahr 2000 war es dann schon ein relativ unförmiges Gebilde, jedenfalls keine Pyramide mehr. Und im Jahr 2050 ist also diese Form prognostiziert. Also das schaut dann nicht mehr aus wie eine Pyramide. Und ich habe mir dann gedacht, ja, wie schaut jetzt das aus? Und bin dann zu folgendem Schluss gekommen, von der Pyramide zum Kebab, weil ich bin ein bekennender Kebab-Esser, wer mich kennt, weiß, das ist eine meiner Leibspeisen zwischendurch. Und da bin ich halt oft am Kebabstand und wenn man dann, da sieht man, dass man dann, wenn sie dann da das schöne Fleisch runterschneiden, so schaut es dann aus. Und so wird also die Bevölkerungspyramide ausschauen. Und jetzt kann man sich schon denken, wenn man diese Bevölkerungspyramide, die also keine Pyramide mehr ist, die eigentlich eher eine inverse Pyramide unten ist, wenn man sich das anschaut, eine umgekehrte Pyramide ist es, die dann auf dem Kopf steht, das wächst, die herum wachsen dann irgendwann heraus und dann hat man eine umgekehrte Pyramide. Dann könnte man auch die Gegenfrage stellen zu den Skikritikern, ja, wie sollen denn die Skifahrer jünger werden, wenn die Bevölkerung immer älter wird? Also das wäre eine absurde Vorstellung, dass jetzt jemand sagt, in Zukunft werden die Skifahrer immer jünger. Ja, wo sollen die herkommen? Werden die Skifahrer zunehmend älter? Hier noch ein paar Daten zusammengefasst. Bisher sehen wir ein gleichbleibendes Durchschnittsalter. Aber in Zukunft wird man einen ansteigenden Altersschnitt wohl erwarten können. Ich wüsste nicht, wie es anders sein könnte. Der Trend wird sich leicht und schleichend zeigen, das heißt, keine Panik und nichts Dramatisches, dass die Skifahrer, die sind nicht übermorgen plötzlich völlig überaltert, aber langsam schleichend wird der Trend einsetzen. Unsere gesamte Gesellschaft altert und kein Wirtschaftszweig kann sich diesem Megatrend entziehen, niemand. Zum Beispiel,
wird man die gleichen demografischen Mechanismen beim Durchschnittsalter eines typischen Restaurants sehen oder Kinobesuchers. Oder auch der typische Smartphone-Käufer wird älter werden als jetzt, weil es auch nicht anders möglich ist. Die Demografie gibt uns das vor. Und Zukunftsforschung wird ja oft kritisiert, ist sehr unsicher. Die einzige Disziplin der Zukunftsforschung, die sehr sicher ist, sehr, sehr sicher, ist die Demografie. Also die Alterspyramide von 2030, die wissen wir relativ genau. Die einseitige Darstellung in den Medien vom überalternden Skisport ist bezeichnend und ist ein Teil des eingangs erwähnten Kulturpessimismus. Man will es einfach negativ sehen und Bad News sind einfach die besseren News als die Good News und deshalb ist die Schlagzeile heute: Die alten weißen Männer erobern den Skisport. Stimmt es, dass die Anzahl der Skilifte in Österreich stetig zunimmt? Ja, wenn man die Zeitung aufschlägt und wenn man die Medien konsumiert, dann sagt man, ja, natürlich, es gibt immer mehr Skilifte, alles wird zugebaut, ganz Tirol besteht nur noch aus Skilifte und wenn wir so weitermachen, dann ist auch der letzte Quadratmeter unserer Natur verbaut. Schauen wir uns die Zahlen an von der WKO-Fachschaft Seilbahnen. Und zwar sehen wir auf diesem Chart die Anzahl der Aufstiegshilfen von 1975 bis 2011. Ist also nicht ganz aktuell, aber er gibt uns einmal eine ungefähre Ahnung von der Entwicklung in der Vergangenheit. Fangen wir mal mit der blauen Linie an. Das ist die Gesamtzahl der Aufstiegshilfen. Da sieht man, 1975 haben wir 3.100 Aufstiegshilfen in Österreich gehabt. 1985 haben wir 3.923 Aufstiegshilfen gehabt. Und das ist eine wichtige Zahl. Warum? Das war der Peak Skilifte. Der Peak Skilifte wurde erreicht 1985. Und seitdem geht es abwärts. Erst sehr rasch und dann immer langsamer. Das ist so ähnlich wie beim Peak Oil. Wenn man sich vor einem großen Ölfeld die Förderkurve anschaut, dann schaut die ähnlich aus. Und wir sind jetzt in der abnehmenden Phase. 2011 hat man nur 3.038 Aufstiegshilfen gehabt. Wenn man sich die Zahlen jetzt genauer anschaut, dann wird es wahrscheinlich kaum verwundern, dass die Anzahl der Schlepplifte in die 70er und 80er Jahre sehr groß war und seitdem besonders abgenommen hat. Ich glaube, jeder, der Skifahrt, hat das miterlebt. In seinem Lieblingsskigebiet hat es einmal viele Schlepplifte gegeben und jetzt sind sie zunehmend durch Doppelsesslifte, Vierer-, Sechser- und Achtersesslifte ausgetauscht worden. Was hat zugenommen? Die Anzahl der Seilbahnen hat zugenommen von anfangs 400 auf 1088 Seilbahnen. Und jetzt schauen wir uns die letzten Jahre an. Hier habe ich bekommen die Daten von der Fachschaft Seilbahnen, von der Wirtschaftskammer Österreich. Die Gesamtanzahl der Aufstiegshilfen von 2006 bis 2018. Durchschnittlich haben wir in dieser Periode gehabt 2988 Aufstiegshilfen. Und man sieht eine ganz schleichende Abnahme. Das schwächste Jahr, das wir jemals gehabt haben in dieser Periode, ist das heurige Jahr. Mit 2018 haben wir 2931 Aufstiegshilfen. Hier noch einmal der Vergleich zu 1985, wo der Peak erreicht wurde. Die Subtrends, das ist natürlich auch ganz wichtig. Die Schlepplifte sind stark rückläufig und die Seil- und Sesselbahnen sind zunehmend. Also somit kann man sagen, die Skilifte und die Aufstiegshilfen werden immer weniger, aber natürlich die Beförderungskapazität, die wird mehr. Das soll man auch nicht verschweigen. Die Gesamtbeförderungskapazität, die ist ständig am Zunehmen. Liegt die goldene Zeit des Skitourismus in Österreich bereits hinter uns? Ich habe schon viele Interviews gelesen und geführt über die goldene Zeit des Skitourismus. Manche sagen, die ersten Blütejahre, speziell in Kitzbühel und in ein paar andere alte Skizentren, war die Zwischenkriegszeit, die 20er und 30er Jahre, haben eine enorme Wertschöpfung gebracht. Viel weniger Skifahrer natürlich als jetzt, aber die Deckungsbreite geworden viel höher. Also es war damals eine sehr arme Zeit, das Kapital in Europa war sehr ungleich verteilt, aber die, die nach Kitzbühel oder andere Wintersportzentren gekommen sind, die haben sehr viel Geld gehabt und haben hohe Deckungsbeiträge zahlen können. Andere sagen wieder, nein, in die 50er, 60er, 70er Jahre, da waren die goldenen Jahre des Skitourismus in Österreich. Ich habe jetzt ein paar Charts mitgebracht. Das sind jetzt wieder die Erstzutritte der Skier Days in Österreichs Skigebieten. Also die Gesamtanzahl der Erstzutritte aller österreichischen Skigebiete über das ganze Jahr über der letzten 17 Jahre. Und da sieht man,
dass wir ungefähr um den Mittelwert von 51 Millionen Skier Days pendeln und dass wir eigentlich keine große Fluktuation haben. Zwei Ausnahmen gibt es. Das Jahr 2006-2007 fällt deutlich nach unten ab. Die, die sich für den Skisport interessieren, wissen, das war ein sehr schlechter Winter klimatisch. Er hat spät begonnen, er hat früh aufgehört. Und dazwischen, im Jänner, wo es besonders wichtig ist, haben wir eine komplette Ausapperung gehabt in weiten Teilen Österreichs. Das war der legendäre Wintersturm Kyrill, der vielen noch in Erinnerung ist. Und nur zwei Jahre später haben wir das Gegenteil gehabt. Wir haben einen Winter gehabt, der hat sehr früh begonnen, hat sehr lange gedauert. Und auch die sensiblen Zeiten wie Weihnachten und Februar, die waren häufig von Sonnenschein geprägt. Und auch im Alpenvorland hat man überall Skifahren können. Da hat man knapp 57 Millionen Skier-Days gehabt. Das Wichtigste hier ist aber die rote Linie, die Trendlinie. Die Trendlinie nimmt zu, leicht zwar nur, aber doch. Das heißt, wir haben einen sehr gesättigten Markt in Österreich. Von diesem gesättigten Markt kann man keine großen Sprünge mehr erwarten, aber wir haben weiterhin Wachstum. Das heißt, wir brauchen von den 20er und 30er Jahren gar nicht reden. Abgesehen davon haben wir aus der Periode keine Aufzeichnungen. Auch von den 60er, 70er Jahren haben wir kaum Aufzeichnungen, aber wenn man sich die Kapazität der Aufstiegshilfen damals anschaut und vor Augen führt, dass das, was heute ein 8er Sessellift ist, damals ein 1er Sessellift war oder Schlepplift, braucht man von den Skier, der ist damals gar nicht sprechen. In der jüngsten Zeit haben wir keinen Abfall der Skier, der ist in Österreich. Nein, wir steigen immer weiter an, obwohl wir schon so erfolgreich sind, haben wir weitere Steigerungen. Das heißt, die goldenen Zeiten, die sind jetzt und nicht früher. Jetzt ist die goldene Zeit des Skitourismus in Österreich. Das ist auch noch sehr interessant. Eine Grafik wieder vom Laurent Vanat. Und der hat sich angeschaut, von allen Skier Days in einem Land, wie viel sind eigentlich gemacht von den einheimischen Leuten, also domestic würde man auf Englisch sagen, und wie viel ist touristisch bei den Skier Days. Und da sieht man eigentlich, wenn man jetzt einmal rechts anfängt von China, Australien, Russland und so weiter, auch die großen Nationen USA und Japan, die großen Skinationen kommen hier. Also etwas, was einem als Österreicher völlig fremd ist, in fast allen Ländern der Welt ist das Skifahren hauptsächlich für Einheimische da. Also in fast jedem großen Skiland der Welt fahren hauptsächlich die einheimischen Ski und ein paar Prozent Skitouristen, also quasi Skifahrer aus dem benachbarten Ausland. Also es ist ein ganz geringer Prozentsatz. Und wenn man dann ganz nach links schaut, dann sieht man diese Länder, wo der Skisport hauptsächlich aus touristischen Ski Sport besteht. Und da sieht man, Andorra ist quasi ganz markant. Die haben ca. 10% einheimische Skifahrer und ca. 90% ausländische Skifahrer. Und Andorra ist aber in sich gesehen ein eher kleiner Markt. Und dann kommt die große Skination Österreich vom Volumen her. Und wir sehen, dass wir allein sind auf weiter Flur mit ungefähr 33%, ungefähr ein Drittel einheimische Skier Days und ungefähr zwei Drittel Skier Days von Skifahrern aus der ganzen Welt. Die Nummer zwei von den bedeutenden Nationen, sage ich mal, ist dann Norwegen. Die haben schon über 50% Einheimische und weniger als 50% Skitouristen. Ähnlich ist es in der Schweiz. Und dann sind wir schon bei Neuseeland und Chile und so weiter. Da sind wir schon bei zwei Drittel Einheimische und ein Drittel ausländische Skitouristen. Das heißt, Österreich hat derzeit wirklich goldene Zeiten, was den Skitourismus betrifft. Erstens ist das Volumen sehr groß und zweitens wird der Skisport in Österreich immer internationaler. Und jetzt als letzter Punkt öffnen wir uns der weiten Welt. Wer fährt überhaupt Ski und wo fährt man Ski und wie verändert sich das gerade? Das ist eine schöne Landkarte. Ich bin ein Geografie-Fanatiker und habe gerne Landkarten. Und da habe ich diese Landkarte entdeckt vom Laurent Vanat wieder. Also das ist in seinem 2018er International Report on Snow and Mountain Tourism. Und er sagt, 67 Länder weltweit bieten Outdoor-Skigebiete mit Schnee an. Und in weiteren Ländern gibt es Skihallen und Kunststoffpisten. Ungefähr 67 Länder haben Skisport mit Schnee und etwa 100 Länder insgesamt bieten allgemeinen Skisport an auf der Welt. Da ist zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate sind dabei. Wie die meisten wissen, in Dubai gibt es eine Skihalle. Die sind in diesem Ranking der 67 nicht dabei, aber die wären bei den 100
Ländern dabei, wo man Skifahren kann. Schauen wir mal kurz an. Nordamerika, eh klar, Kanada, USA, Mexiko. Südamerika wissen auch alle, dass die Trainierer dorthin fahren und wer Bekannte hat, die einmal Skilehrer waren oder sind, einige davon hauen im Sommerhalbjahr in die Südhalbkugel ab. Das könnte dann sein Chile oder Argentinien. Oder man fährt Richtung Ozeanien, dann ist es dann der Südteil, der Südosten von Australien oder die Südinsel von Neuseeland. Europa ist sowieso klar und dass man in den meisten Ländern Asiens skifahren kann, ist auch, glaube ich, klar. Afrika finde ich natürlich interessant. Es gibt also einige wenige Mini-Skigebiete auf Schnee in Südafrika. Und es gab früher ein Skigebiet in Algerien, das gibt es jetzt nicht mehr. Man kann natürlich nach Skitouren gehen im Atlasgebirge. Das wissen die Skitouren-Fanaten. Da geht man gern im Frühjahr zum Skitouren gehen und zum Firnfahren. Wo es aber Aufstiegshilfen gibt und richtigen Skisport, wie es der Laurent Vanat definiert, ist Marokko. Und dann gibt es auch viel Skisport in Griechenland, in der Türkei, sogar im Irak, im Iran kann man Skifahren, also in Pakistan. Also der Skisport ist weiter verbreitet, als man glauben möchte. Es ist natürlich ein Randsport, genauso wie das Golf ein Randsport ist, aber doch ein relativ global verbreiteter Randsport. Und alle Länder, die Äquatornähe haben, sind logischerweise von diesem weißen Sport ausgeschlossen, was klar ist. Die Anzahl der Skifahrer nach Nationen, die Partizipationsrate bei den in den USA ist nicht so hoch, aber dadurch, dass sie eine große Bevölkerungsanzahl haben, sind sie mit Abstand Nummer 1. Also laut Laurent Vanats Tabelle und Auswertung sind die ganz deutlich an der Spitze mit 25 Millionen und dann folgt Deutschland. Und die Deutschen haben eine Besonderheit. Die Deutschen fahren zu einem ganz großen Prozentsatz nicht im eigenen Land Ski, sondern auswärts. Das ist das genaue Gegenteil von Japan. Und wo fahren die Deutschen hin? Ja, hauptsächlich in Österreich, Südtirol, in die Schweiz und so weiter. Und Österreich hat immer schon hohe Marktanteile gehabt bei den Deutschen und konnte die zuletzt noch zulegen. Also das ist unser großes Glück, dieser nördliche Nachbar. Dann haben wir China. China ist nur vor 10, 15 Jahren unter ferner Liefen gewesen, war überhaupt nicht in dieser Auflistung drin. Und China wächst unglaublich schnell. Die sind jetzt schon Nummer 3 mit 12,1 Millionen Skifahrer. In China geht richtig die Post ab. Die Regierung will für die Olympischen Spiele in Peking 2022 die Nation Skifit machen. Also es ist eine nationale Angelegenheit der Regierung und der Partei, dass man die Bevölkerung auf die Ski bringt. Skifahren wird da als was Gutes betrachtet, als was Edles, ein edler Sport, den die Upper-Class- und Mittelklass-Leute überall auf der Welt machen, speziell der Westen. Das ist ja genau dieser Punkt. Viele Chinesen wollen auch so sein wie im Westen, darum fangen sie jetzt auch mit dem Milchtrinken an, wie die Westler, und auch mit dem Skifahren fangen sie an. Also Skifahren gilt als edler Sport, wenn man Ski fährt, dann hat man es geschafft, dann gehört man dazu. Und die Regierung fördert es noch. Und ich wäre nicht überrascht, wenn in 5 Jahren China schon auf Platz 1 wäre vor den USA. Die haben also ein Wachstum, das ist unglaublich. Früher, ganz wichtig war Japan, die alten Skiindustrie-Manager sagen, Ende der 80er Jahre ist ein Drittel der Ski nach Japan verkauft worden. Und da sind wir jetzt weit entfernt. Japan hat eine große Skikrise. Warum? Weil die Bevölkerung schrumpft. Und die Wirtschaft schrumpft. Und das sind natürlich zwei tödliche Faktoren für den Skitourismus. Dann gehen wir weiter. Frankreich, UK, Polen, Italien, Kanada, Russland, Schweiz, Österreich, Südkorea und so weiter. Australien kommt dann, die haben auch noch 1 Million Skifahrer. Derzeit gibt es 132 Millionen Skifahrer weltweit. Die Gesamtanzahl der Skifahrer ist jetzt jahrzehntelang gleich geblieben, auf hohem Niveau. Und durch dieses extreme Wachstum aus China geht es jetzt wieder nach oben. Derzeit gibt es auf dem Globus rund 132 Millionen Skifahrer. Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gab es so viele Skifahrer wie heute. Diese Tatsache steht in krassem Gegensatz zum vorherrschenden, den Skisport betreffenden Kulturpessimismus. Das All-Time-High ist jetzt und die goldene Zeit des Ausbreitungs des Skisports weltweit ist auch jetzt. Das ist die globale Anzahl der Skier Days, die Skier Visits, die erst zu dritte. Haben wir gesagt, in Österreich haben wir ungefähr 51 Millionen pro Jahr plus minus
Und wenn man alle Länder der Welt zusammenrechnet, dann ist man meistens so zwischen 300 und 350 Millionen Skier-Visits. Man sieht in den letzten etwa 17 Jahren hier, seit wir diese globalen Aufzeichnungen haben, eine klare Seitwärtsbewegung. Sowohl insgesamt haben wir eine Seitwärtsbewegung, als auch in den Alpen. Also die Anzahl der Skier-Days ist auf dem gleichen Niveau, aber auf dem höchsten Niveau, das wir jemals gehabt haben. In den nächsten Jahren, das sagt auch der Laurent Vanat und das schätzen auch die meisten anderen Experten, wird durch den Schub aus China wieder Wachstum einsetzen. Das 17-18er Jahr ist da noch nicht dabei und es wird wahrscheinlich über die 350 Millionen drüber gehen. Das heißt, auch bei den Skier Days sind wir jetzt, dank China, treten wir jetzt wieder in eine neue Dimension ein, wo wir vorher noch nie waren. Und jetzt kommen wir zu den Skier Days nach Nationen. Das ist die Auflistung der wichtigen Skitourismus-Nationen. Und da sieht man, auch hier sind die USA auf Nummer 1, 55 Millionen. Platz 2, Frankreich, im Schnitt der letzten 5 Jahre, 54 Millionen Skier Days. Und auf Platz 3, Österreich, im Schnitt der letzten 5 Jahre, 52 Millionen Skier Days. Auf Platz 4 ist Japan. Und jetzt kommt etwas, das ist extrem beeindruckend. Wenn wir Tirol jetzt aus Österreich herausschneiden und isoliert betrachten, dann hat Tirol allein 27,5 Millionen Skier Days. Das heißt, Tirol wäre im weltweiten Nationenranking auf Platz 5, noch vor Gesamtitalien und noch vor der Schweiz. Also in Tirol allein wird mehr Ski gefahren, als es in der großen Skination Schweiz. Das ist unglaublich eigentlich. Und jetzt habe ich noch andere interessante Botschaft: In Österreich, bei diesen 52 Millionen Skier, das ist jetzt ganz wichtig, da werden nur die großen Skigebiete gezählt. Die ganz kleinen Skigebiete im Voralpenbereich, die nur Schlepplifte haben, die sind in dieser Auflistung nicht enthalten. Weil man bis jetzt die Zahlen noch nicht erheben hat können. Und jetzt ist die Wirtschaftskammer Österreich, die Fachschaft Seilbahn, bemüht, dass man auch von den kleinen Skigebieten die Zahlen bekommt. Und dann kann man jetzt schon sagen, dass wir vor den USA und vor Frankreich sein werden. Das heißt, mit Berücksichtigung der Schlepplifte ist Österreich bereits jetzt Skitourismus-Weltmeister. Also wir sind das wichtigste Skitourismusland auf der ganzen Welt und das erfolgreichste. Bevor ich zusammenfasse, möchte ich auch noch sagen, es sind schon zwei Videos von Zukunft Skisport im YouTube enthalten, die kann man sich anschauen. Da geht es um Schnee- und Temperaturmessreihen in Kitzbühel einmal und einmal um den Schnee in Lech am Arlberg. Da kann man jeweils 100 bis 120 Jahre zurückgehen, ist sehr spannend. Aber jetzt fassen wir die heutigen Erkenntnisse zusammen. Es gibt in Österreich 3 Millionen Skifahrer, Partizipationsrate 33%, Tendenz unverändert. Österreich ist eine Skination. Das Skifahren ist ein zentraler Bestandteil unserer Kultur, aber natürlich nicht der einzige und vermutlich auch nicht der wichtigste. Aber wenn es weltweit eine Skination gibt, dann muss es Österreich sein. Die Skifahrer altern im gleichen Maße wie die Gesellschaft. Das heißt, ja, das Skifahren, die Skifahrer werden älter, aber auch alles andere wird älter, weil wir eine alternde Gesellschaft haben. Nicht nur in Österreich, sondern auch in unseren wichtigsten Quellmärkten, wie zum Beispiel Deutschland. Es gibt in Österreich etwa 2.900 Aufstiegshilfen. Ihre Anzahl ist seit 1985 stetig rückläufig. Das heißt, wir haben immer weniger Aufstiegshilfen in Österreich. Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit war die Anzahl der Skifahrer größer als heute. 132 Millionen Menschen weltweit fahren Ski. Die globalen Skifahrerzahlen waren seit Jahrzehnten statistisch unverändert. In jüngster Zeit haben wir wieder einen Boom in China und der gleicht die Verluste, die man zum Teil in Japan hat, gleicht es wieder aus und jetzt setzt wieder Wachstum ein. Und derzeit fahren so viele Menschen Ski wie nie zuvor. Österreich ist Skitourismus-Weltmeister. Kein anderes Land der Erde kann höhere Erstzutritte verzeichnen. Das goldene Zeitalter des Skitourismus ist jetzt. Und in drei Worten gesagt, zusammengefasst, Skiing goes uphill. Und das war's von mir. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, Forschung ist teuer und ihre Finanzierung immer eine Herausforderung. Das Forum Zukunft Skisport bietet unabhängige Forschung. Wir können es uns leisten, die Dinge klar anzusprechen.
Vielleicht haben Sie Lust, uns dabei zu unterstützen.